So. Wir können uns erst einmal... Oh, ein Aria-Kristall, eine Sternklinge. Na, so nette Sache. Die Rune stampft. Die Rune befiehlt. Zu Befehl. So, dann reden wir mal mit der Uro. Die Schlacht um Kartei ist geschlagen, Runenkrieger. Ich sehe keine Sturmwolken mehr am Horizont. Es ist für euch nun Zeit, weiter nach Süden zu gehen. Ihr müsst das Dunkelwehrgebirge überqueren. Was erwartet mich dort? Das Land der dunklen Götter. Jenseits der Berge liegt der schwarze Dschungel. Der Ort, an dem Zarach einst die dunklen Völker geschaffen hat. Er ist unsagbar verderbt und böse. Selbst die Wächtergötter meiden diesen Ort, denn sie haben dort keine Macht. Es ist ein verlorenes Land. Ist dort der Unterschlupf von Hokan Aschir, dem Maskierten? Dort liegt der Knochentempel. Er ist das alte Heim Zarachs. Ein Ort, an den selbst die Götter nicht schauen können. Dort werdet ihr Hokan Aschir und den Zirkel finden. Dort hält er auch den Gott gefangen, mit dessen Blut er den Essenztrank braut. Er hat wirklich einen Gott in seiner Gewalt? Ja, einen der Wächter. Dort im Tempel Zarachs hat dieser Gott keine Macht. Dort ist er so verletzbar und schwach wie ein Sterblicher. Und Hokan wird sein Blut so lange rauben, bis all seine Pläne erfüllt sind. Hat er nicht den Zirkel erweckt? Was will er noch? Hokan strebt nach mehr. Die Maske des Belial, die ihm sein Leben wiedergegeben hat, ist auch zu einem Teil von ihm geworden. Durch die Weiten der Sternennacht ruft sie nach ihrem Herrn und Schöpfer, Belial, Meister der Totenbeschwörung, ein Halbgott im Dienste Zarachs. Hokan will sich durch die Maske mit Belials Geist vereinigen. Wenn Hokan wirklich mit Belial verschmilzt, dann wird er als Halbgott an der Spitze der versklavten Zirkelmagier gegen die Welt ziehen. Ja, nichts wird ihn dann noch aufhalten, nicht einmal die Götter. Ihr seid der Einzige, der es jetzt noch verhindern kann. Es ist eure Bestimmung, Sturmbote. Dann sollte ich mich wohl auf den Weg machen. Ihr könnt das Dunkelwehrgebirge am besten überwinden, indem ihr durch eine der alten Wachfestungen zieht. Aber die Untoten haben sie alle in ihrem Griff. Die Tore der Feste, die hier an Kartei grenzt, sind verschlossen. Aber es gibt einen Weg, über den ihr trotz allem hineingelangt. Ihr müsst die Uhrwerkhallen durchqueren. Das ist ein altes Zerbitenbauwerk, östlich der Feste. Von dort kommt ihr weiter ins Innere der Wachfeste. Ich gebe euch den Schlüssel für das magische Tor der Zerbiten. Durchquert die Uhrwerkhallen, doch nehmt euch vor den zahllosen Fallen dort in Acht. Wenn ihr die Wachtfeste erreicht habt, öffnet unseren Kriegern das Tor. Wir werden euch beistehen. Jo. Und damit ist das Portal zur Uhrwerk offen. Runenkrieger Uru, ich sende meinen Geist zu euch. Ich weiß nun endlich, wie der Phönixstein geöffnet werden kann. Meine Vögel berichten von einer Klinge, die nicht von dieser Welt ist, geführt von einem Runenkrieger. Der schwarze Kristall, aus dem sie besteht, kann den Phönixstein brechen. Wo finde ich diesen Krieger und seine Waffe? Er ist ein Gefangener Hokans. Er wird in der Wachfeste im Dunkelwehrgebirge festgehalten. Ihr müsst ihn befreien. Mit ihm gemeinsam müsst ihr dann dem Gott zu Hilfe eilen, den Hokan gefangen hält. Ihr kennt ihn als Darius, doch sein wahrer Name ist Erion der Gerechte. Er wurde aus dem Kreis der Götter ausgestoßen, weil er den Völkern in der Schlacht um Fiara geholfen hat. Hokan hat ihn in seiner sterblichen Form in den Tempel gelockt. Nun nutzt er sein Blut für den Essenztrank. Ich bitte euch, findet ihn schnell. Darius braucht nun eure Hilfe. Der Geist Belials ergreift durch die Maske von Hokan Besitz. Wenn Hokan ihm seinen Körper als Heimstatt anbietet, dann wird Belial Erions göttliche Seele verschlingen und noch machtvoller werden.
Ich bitte euch, Runenkrieger, beeilt euch, findet die Klinge und rettet Erion. Macht all dem ein Ende. Der Geist der Bäume hat recht. Brecht in die Uhrwerkhallen auf. Die Zeit drängt. Ja. Oh. Und irgendwas. Also ja, ich glaube, die müssen wir wirklich nach einem. Einfach nur aus Jux und Tollerei gucken, ob es einen Konsolenbefehl oder so gibt, der die ganze Karte aufdeckt. Weil hier hinten sind flache Ebenen von der Cutscene. Gerade eben. Die findet hier, hat nämlich hier auf diesem Gebiet stattgefunden. Müsste ich echt mal gucken. So, was haben die noch zu sagen? Sturmbote? Was ist das für eine Wachfeste? Es ist die alte Wacht des Kaiserreiches. Früher wachten dort die besten Soldaten des Reiches über uns. Als damals das alte Imperium der Menschen die dunklen Völker von Xu vertrieb, erkannte der Gott Kaiser, dass er zwar die dunklen, aber niemals den schwarzen Dschungel bezwingen konnte. Er ließ die Wacht bauen, eine Kette aus Festungen entlang des Dunkelwehrgebirges. Und er ließ die Elite seiner Soldaten dort Wache halten, um jedes Unheil, das der schwarze Dschungel ausspeien würde, sofort im Keim zu ersticken. Zuerst begehrten wir Katai dagegen auf. Aber als der alte Kaiser schwor, uns und alle Völker dieses Landes auf ewig vor den Kreaturen des Dschungels zu schützen, da willigten wir ein. Dieser Schwur hat das Reich viele Generationen lang geschützt. Und selbst wenn Zwist und Krieg herrschte, die Hörner der Wacht riefen uns zusammen. Hasim, Katai oder Kaiserlicher. Und wir boten gemeinsam den Schrecken des Dschungels die Stirn. Doch das sind heute nur noch Erinnerungen. Die Wacht ist verfallen. Keiner späht mehr an den Mauern. Das Reich ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, und da müssen wir hin. Was sind die Uhrwerkhallen für ein Ort? Sie sind ein Bauwerk der Zerbiten, eines alten Zaubererordens. Als die Wacht noch bemannt war, studierten dort die Zerbiten die Geheimnisse des schwarzen Dschungels. Sie lernten viel über die schwarze Magie, die den Dschungel durchdringt. Aber ein Verräter aus ihrer Mitte trachtete danach, das Wissen der Zerbiten als Waffe zu gebrauchen. Sie kämpften gegen ihn. Aber sie sahen, dass sie seinem teuflischen Geist nicht gewachsen waren. Also brachten sie überall in ihren Festungen Fallen an, in der Hoffnung, dass sie so ihre Geheimnisse vor ihm schützen konnten. Deswegen nennt man diesen Ort die Uhrwerkhallen, denn dort ticken zahllose mechanische Fallen und magische Rätsel warten auf ihr nächstes Opfer. Und dahin schickt ihr mich? Es muss sein. Nur dort gibt es einen Übergang zu einer Feste der Wacht. Da die Untoten die Tore der Wacht verschlossen haben, ist es der einzige Weg, wie ihr in die Feste und über das Dunkelwehrgebirge gelangen könnt. Ja, okay. Wer ist Belial? Er war einst ein Diener Zarachs. Keiner weiß mehr, ob er einem der alten Völker angehörte oder ob er eine Schöpfung Zarachs war. Man sagt, er ging Zarach bei der Erschaffung der dunklen Völker zur Hand, ja sogar, dass er der Foltermeister war, der ihre Körper verformte, während Zarach ihre Qual zu Hass schmiedete. Aber Belial fand keinen Gefallen an den Dunklen. Er wollte seine eigenen Puppen haben, und so begann er damit, Tote mit Magie zu beleben. Er schuf sich Puppen aus Fleisch und geknechteten Seelen. Nekromantie. Ja. Die Magie der wandelnden Toten war sein Werk, seine Schöpfung. Und die Maske des Belial verkörpert all seine Macht, denn er hat sie selbst geschmiedet.
Deshalb war sie für den Nekromanten Hokan Ashir stets der wertvollste Besitz. Er muss sie im Knochentempel gefunden haben, als er damals als junger Zerbit den Dschungel erforscht hat. Sie hat ihn verändert. Und in gewisser Weise ist sie für das Ende der Zerbiten verantwortlich und für alles, was nun geschieht. Denn die Maske trägt den Willen Belials. Auch wenn Hokan glaubt, ihre Macht zu beherrschen, er wird nie wissen, ob er nicht doch nur ein Sendbote Belials ist. Ja, also war Hokan der Zerbit, der die anderen Zerbiten vernichtet hat. Was wisst ihr über die Dryade? Sie ist der letzte Geist der Bäume von Xu. Einst gab es viele Dryaden hier. Sie waren mit den Urmüttern der Bäume verbunden, den Lebenseiben. Ihre Kraft machte dieses Land zu einem grünen Paradies. Doch die Dryaden sind sorglos. So schwermütig sie auch im Winter sind, so ungestüm und leidenschaftlich sind sie im Frühling. Und so war auch sie. Und als eines Tages ein Gott ihren Hain aufsuchte, da vergaß sie die Regeln der Schöpfung und umgarnte ihn mit ihrer Lebensfreude. Der Gott verfiel ihr. Da wurden die anderen Götter zornig und bestraften sie für den Frevel, den sie mit ihren überirdischen Reizen begangen hatte. Sie verfluchten sie, auf dass sie nie wieder ihren Hain verlassen würde. Ihre Kraft wurde ihr genommen, sodass sie nur noch wenige Bäume um sich erhalten konnte. Die anderen der alten Dryaden trauerten um ihre unglückliche Schwester und überwarfen sich mit den Göttern. Schließlich verließen sie Xu und der einst schöne Garten verfiel zur Wüste. Heute ist nur noch diese eine der alten Dryaden von Xu am Leben. Doch ihre Macht, die einst einen ganzen Kontinent hat grünen lassen, reicht nur noch bis zur Grenze ihres kleinen Hains. Dies macht sie sehr traurig, und sie hat nie wieder einen anderen Mann in ihren Hain geführt. Ihr Herz erinnert sich wohl immer noch an den Frühling der Welt, den sie an der Seite eines Gottes verlebt hat. Ja. Sturmbote? Gut, mehr hat sie nicht. Was ist mit Alia? Ich bin gleich wieder kampfbereit, Runenkrieger. Gebt mir nur eine Weile, um auszuruhen. Ihr seid völlig erschöpft. Nein, nein, es geht mir gut. Ich bin gleich wieder bei euch. Ruht euch aus. Immerhin habt ihr eine Schlacht geschlagen und euren eigenen Vater im Zweikampf besiegt. Mein Vater, dieser Hund. Ich war Urias sein Leben schuldig. Was habt ihr nun vor? Ich durchquere die Uhrwerkhallen und versuche von der Südseite her die Wachfeste zu öffnen. Dann werden die Kartei nachkommen. Bleibt hier und ruht. Ihr könnt dann mit den Kartei wieder zu mir stoßen, wenn ihr wollt. Ihr habt recht. Gebt in den Uhrwerkhallen gut auf euch Acht. Wir sehen uns in der Wachfeste. Gut. Ja, wisst ihr was? Wir machen hier unseren Cut. Sonst überziehen wir zu sehr. Dann hole ich mir in der nächsten Folge unser Runenmonument, also unseren letzten Seelenstein zurück. Und dann werden wir erst einmal ein paar andere Sachen machen. Also erstmal speichern. Also ich glaube nicht, dass wir gerade etwas Questrelevantes machen können. Dunkelwehrgebirge. Ja, ich will mal in den Brände, nicht in den brennenden Felsen, die Glutfänge. Nee, Glutfänge sind's auch nicht. Doch in den brennenden Felsen, stimmt. Gucken, wie stark da die Gegner sind. Weil, ich glaube, die Stadt der Götter, die lassen wir erstmal noch ein bisschen. Die Stadt der Seen, nicht die Stadt der Götter. Ja, schleppen wir immer noch Gons mit uns rum. Ja. Und Banksiegel. Muss noch mal gucken. Ich muss scheinbar eins übersehen haben. Werden wir sehen. Also gut. Dann bis gleich.